Hallo und willkommen bei Spieldinos mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr heute reinschaut zu einer neuen Folge Gesleeved, neue Brettspiele im Regal. Der Name ist Programm. Wir möchten euch kurz die Spiele vorstellen, die so die letzte Zeit hier eingezogen sind, die wir vielleicht irgendwo noch out of print gefunden haben. Vielleicht auch das ein oder andere Rezensionsexemplar da. Das sagen wir euch im Video. Wir haben hier große Spiele, kleine Spiele, neue Spiele, alte Spiele, alles bunt gemischt. Ich bin super gespannt, was alles auf den Tisch kommt. Wir stellen euch das Ganze kurz vor und ihr dürft dann wie immer gerne in die Kommentare schreiben, zu welchem dieser Spiele ihr ein bisschen mehr sehen möchtet. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Soll ich direkt anfangen? Ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken, Spiele auspacken. Gut, dann fange ich jetzt einfach an mit, keine Ahnung. Mit fliegenden Kiwis. Fliegende Kiwis hört sich super an. Zeig mal, was sind fliegende Kiwis? Ja, Kiwi Showdown. Ihr meint jetzt natürlich... Oh, sorry, das war falsch rum. Ihr meint jetzt natürlich... Hä, kann man die essen? Nein, es geht natürlich um die Vögel-Kiwi. Die müsst ihr aber auch füttern mit Früchten. Ja, und Kiwi Showdown ist das neueste Spiel bei Taverna Ludica. Und da geht es einfach ein bisschen um Area Control. Ihr verkörpert... eine Gruppe von Kiwi-Vögeln, die müsst ihr natürlich groß werden lassen. Ihr möchtet hier Gebiete einnehmen und so weiter und so fort. Ich finde es sehr interessant. Ich freue mich schon auf die erste Partie. Bin gespannt drauf. Es ist auf jeden Fall ein Area Control, aber ihr habt auch kleine Minis dabei. Und wie immer sind diese Minis richtig cool, muss ich sagen. Und wie immer habe ich schon Bock, das anzumalen. So, also, erstes Spiel ist schon durch. Machen wir doch mal mit... Ich habe ein paar auf dem Tisch stehen, weil die so schwer sind. Die nehme ich ganz zum Schluss rein. Ich nehme euch mal. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Spiele unterbringen soll, aber ja. Wir packen die wieder auf den Boden zurück. Ach. Was auch neu eingetroffen ist, ist Evolution New World, gell? Das ist jetzt ausgeliefert worden. Ja, ist einfach quasi die Neuauflage von Evolution. Überarbeitete Grafik, ein paar Regeln und Effekte wurden angepasst. Wir hatten das Original Evolution ja nie. Das Ganze sieht von hinten so aus. Also wirklich eine coole Grafik geworden. Das Spielprinzip ist ja auch wahnsinnig beliebt. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, das Evolution-Grundspiel haben wir nie gespielt. Von daher wahnsinnig gespannt drauf. Melly hat sich die Regeln schon durchgelesen. Mal gucken, was da so passiert. Wenig Regeln, viele Karteneffekte. Sehr spannender Titel, wie ich finde. Vielleicht sagt ihr auch, hey, Evolution, zeigt da mal mehr dazu. Dann fressen und gefressen werden, sag ich da mal. Ja, ah, sehr cool. Oder habt ihr schon gespielt? Schreibt's auch rein. Dann mache ich doch einfach mal mit einer Erweiterung weiter. Und zwar von Fernance ist die Erweiterung nun endlich da. Jetzt könnt ihr es auch zu fünft spielen. Fernance ist ja ein richtig cooles Easy-Peasy-Spiel, hat aber doch viel Tiefe. Ja, es hat wirklich wenig Regeln. Man nimmt eben man bietet auf Karten, diese nimmt man sich rein. Man bekommt noch Effekte. Bei den anderen Karten, wo man nicht bekommt, kriegt man einfach Ressourcen. Und dann versucht man eben eine Engine aufzubauen. Wenn ich hier das mache, dann bekomme ich das. Das kann ich hier wiederum ausgeben für Siegpunkte. Ja. Oder ich generiere hier was oder Level-Karten auf und. Und ja, hier gibt es jetzt einfach zusätzliche Fabriken und Unternehmen. Es gibt einstellbare Aktionsscheiben, da bin ich sehr gespannt drauf. Also kommt nochmal was zusätzlich rein. Wie gesagt, der fünfte Spieler ist mit dabei. Freue ich mich einfach drauf. Ja, und für uns würde ich als einen der schnellsten Engine-Builder aller Zeiten bezeichnen, weil jeder Spiel gleichzeitig macht und kriegt coole Punkte. Also ich mag es wahnsinnig gerne. Ich freue mich auf die Erweiterung, auch auf den fünften Spieler, weil... Das ist was, das kannst du gut zu fünf spielen, aber hat hier, bis jetzt nicht. Hier zeige ich Ihnen. Also hier ist der fünfte Spieler dabei, Drehscheiben, noch zusätzliche Ressourcen, weitere Karten. Also ihr könnt eure Engine jetzt noch schicker ausbauen. Sehr gut. Also was ich auch ausbauen kann, weil es wird immer verglichen mit, es sei quasi Terraforming Mars im Fantasy-Universum, ist Legends of Void, hatte ich gebraucht, bei Facebook mir geholt. Ja, ich habe den Kickstarter voll verpasst. Ich habe dann noch den Verlag angeschrieben. Hey, ist da irgendeine Möglichkeit? Nein, gab keine Möglichkeit. Jetzt habe ich das Ganze. Es ist für ein bis vier Spieler. Sieht von hinten so aus. Wobei ich sagen muss, es sieht gar nicht aus wie Terraforming Mars. Ja, ich bin echt gespannt. Aber ich glaube einfach, die Karteneffekte von diesem Ding... Es ist Ding, viel drin. Es so ist viel kann viel ich schon drin. Mal sagen, Leute. Es ja, ist das Ding ist rappelvoll. Ihr habt hier... Bücher und Plättchen. Ihr habt Boards mit wirklich Hexfeldern, die belegt werden müssen. Keine Ahnung. Ich habe mal so die Regeln aufgeklappt und wieder zugeklappt. Dachte mir, ja, das kann sich jemand anders aneignen. Genau. Wenn ihr mir das beibringen möchtet, schreibt wie immer in die Kommentare. Also, nee, Legends of Void habe ich echt Bock drauf. Also, man hat coole Sachen davon gehört. In letzter Zeit hört man auch immer nicht coole Sachen von Spielen. Deswegen
bin ich gespannt, was meine Meinung zu dem ganzen Ding sein wird und auch Mellys Meinung. Legends of Void, wenn ihr dazu was sehen wollt, schreibt es in die Kommentare und bringt uns das Spiel bitte bei. Super. Danke. Super, super, super. Ja, ich fange jetzt mal mit einem witzigen Spiel an. Ich weiß noch nicht, wie ich mir die Regeln beibringe, weil momentan gibt es dazu nur französische Regeln. Oh. Aber ich habe es unbedingt kaufen wollen. Worex. Ja, manchmal kaufe ich Mellys Coverkauf, würde ich sagen. Ich kaufe manchmal eben auch solche Spiele. Es ist ein, was ich rausgefunden habe, es ist ein Easy-Peasy-Puzzlespiel, eher im Familienbereich angesiedelt. Und dieses Mal verkörpern wir fleischfressende Pflanzen. Thema super, Cover super. Ja. Es muss nur die Regeln gut sein. Ja, Google Translate wird mir wahrscheinlich dabei helfen. Also, ich fand das Cover einfach cool. Ich habe mir das dann angeschaut. Es ist wirklich ein Puzzlespiel mit fleischfressenden Pflanzen. Ich denke, es wird ja auch nicht so schwierig sein. Ich probiere es einfach mal mit Google Translate, die Regeln drüber. So sieht das aus. Wenn ihr schon mal Französisch könnt, könnt ihr schon mal sagen, was da hinten draufstehen würde. Ich muss gucken, ob es nicht spiegelt. Ja, fleischfressende Pflanzen. Es ist sauschwer. Also es hat sehr viele Pappmarker, würde ich sagen, und sehr viel Pappmaterial. Vielleicht geht es so Richtung in Powerplants von Skellig. Keine Ahnung. Forex. Forex. Ich fand's witzig, dachte ich mir, ach komm, das wird schon irgendwie werden. Vielleicht kommen ja auch noch englische Regeln im Nachgang. Ich weiß es nicht. Ich werde es beobachten. Okay. Ich würde euch jetzt gerne etwas zeigen, was die schwerste Box hier ist und wunderbar in unsere Folge der Regalkiller passen wird. Es ist zwar noch nicht offiziell auf Deutsch draußen, deswegen so viel zum Rezensionsexemplar, Vorab-Exemplar, das uns Pegasus hier netterweise zur Verfügung gestellt hat. Es ist Vampire the Masquerade Chapters Montreal. Das heißt, da wird es noch andere Teile geben. Ich glaube, es wurde auch schon ein Teil angekündigt. Das Ding ist so schwer, Leute. Schaut mal, das ist diese Wahnsinnsbox. Das ist so irre schwer, das Ding. Mal kurz nach hinten. Da sieht das Ganze dann nämlich so aus. Wir verkörpern hier Vampire. Es ist eine Art kooperativer Dungeon Crawler. Ist es jetzt nicht, weil wir nicht im Dungeon rumrennen, aber wir werden hier die Geschichten der Vampire erleben, der Charaktere erleben. Wir haben das auch schon ein paar Mal jetzt ausprobiert, haben uns hier durch das Tutorial durchgeschnetzelt. Wir werden da ein paar Soldaten killen. Wir werden, wie gesagt, die Geschichten dieser einzelnen Charaktere erfahren. Und dann werden wir ins große Ganze gehen. Da sind nachher 30 Abenteuer drin. Und wir können unsere Vampirfähigkeiten aufleveln. Wir können Blut saugen. Wir dürfen auch nicht das Biest in uns wecken vielleicht. Also es hat sich bis jetzt sehr, sehr spannend gespielt, sehr spannend gelesen. Das eine oder andere an den Regeln war jetzt noch nicht immer 100% klar. Ich freue mich da aber auf lange Sommerabende mit den Vampiren und mir und Melli. Und dafür mache ich vielleicht Spaghetti aglio olio ein bisschen dazu. Ja, so das thematisch. Auch thematisch sinnvoll, denn wenn wir draußen sitzen, dann kommen die anderen kleinen Vampire und saugen mich aus, was unvorteilhaft wäre. Genau, also ein wahnsinnig komplexes Spiel, was man so geschwind auch nicht irgendwas zu machen kann. Also das Spiel würde ich rausnehmen, so macht da mal was, weil es ist einfach ein Stundenfresser, ja, da wird man noch ein paar Stunden reinsetzen müssen, bis man da hier mal das erste Zwischenfazit ziehen kann. Bis jetzt aber schon mal spannendes Teil mit coolen Figuren und wahnsinnig viel Regel, Text lesen, Passagen, Story. Zeug. Brutal. So. Irre. Irre ist auch, Melli holt wieder einen Coverkauf. Das hast du gekauft. Ich habe keine Ahnung von. Also ich habe es in den Niederlanden gesehen. Ja, das könnte man als Coverkauf bezeichnen. Ich habe es auch in den Niederlanden gesehen. Wir sind drumherum geschlichen. Anschluss so, ja, nee, ich weiß jetzt nicht. Kurz danach, ich weiß auch nicht warum, ist es eingezogen. Ein bisschen eingestaubt, glaube ich, vom Umbau nach. Ja, genau, da ist alles so ein bisschen vom Boden rausreißen. Noch alles ein bisschen. Und es ist ein Spiel, das entsprechend im Dungeon and Dragon Universum unterwegs ist, oder? Ja, ich kann auch den Namen nicht mehr aussprechen. Ach so, ja. Der heißt The Javening Portal. Bestimmt ist für alle Dungeons & Dragons Spieler The Javening Portal, wie auch immer das heißt, ein totaler Begriff. Und ich glaube, es geht darum, dass wir hier so in der Taverne sitzen und nach irgendwie unseren Loot austauschen. Oder, ich lass mal hier gucken, ein strategisches Spiel rund ums opulente Mahl im klaffenden Portal. Okay, es geht also nicht um Loot austauschen, es geht um Fressen. Erinnert mich immer an, ist es Hobbit? Wo die ganzen Zwerge die ganzen gefräßigen Zwerge fallen beim Hobbit ein. Und er hatte so einen schönen Vorratsschrank. Ich kann es verstehen, dass also es macht mich halt an. Ich bin ein wahnsinniger Fan von Fantasy-Tavernenspiele.
weil ich einfach dieses Tavernenfeeling mit so Zuppi-Zuppi-Musik super cool finde. Aha, aha. Und vielleicht wird das richtig cool, keine Ahnung, aber es sieht nach krassen Sachen hin und her geschiebe aus, in lauter Kristalle drin. Kristalle, Ressourcen, es klappert auch wunderbar. Also es ist richtig cooles Material drin auch. Und wir haben hier die deutsche Ausgabe, denn in den Niederlanden haben wir es immer wieder gesehen, da war es aber Englisch. Ja. Und dann waren wir uns nicht so sicher, ob oder ob nicht. Und jetzt haben wir hier die deutsche und mal schauen, also wann es auf den Tisch kommt. Also ganz kurz, dass ihr das hier seht. Also da ist, oh, guck mal, irgendwie, ja, seht ihr das? Wird cool, glaube ich. Das Einzige, was ich so ein bisschen komisch finde, es hat so den Partyspielcharakter, geht aber nur bis 4, also es ist, glaube ich, nicht so, aber es wird so Family-mäßig sein. Keine Ahnung, ich lege es da unten hin, bin super gespannt. Dann mache ich jetzt ein Spiel, von dem Melli die Regel bereits gelesen hat und ich noch nicht ganz so viel Ahnung hat, weil ich hatte ja gerade mehr Ahnung von dem Dungeons & Dragons Spiel. Es ist gut. Es ist Decorum, welches ja jetzt auch bei Skellig auf Deutsch erscheinen wird. Hier ist noch die Originalausgabe von Floodgate Games. Melli, genau. Was macht man in Decorum? In Decorum werden wir kooperativ ein Haus gestalten, dabei vielmehr verschiedene Räume und jeder hat eben so eine Aufgabe. Ich möchte zum Beispiel, dass ein roter Gegenstand im Badezimmer steht. So, aber du hast eben eine andere Aufgabe. Und wir versuchen so nach und nach, aber ohne groß miteinander zu kommunizieren, wiederum diese Räume zu gestalten. Das heißt, ich kann hier irgendwelche Sachen reinstellen, ich kann Sachen entfernen, ich kann die Farbe der Wand ändern und, und. Und das versuchen wir eben über mehrere Runden gemeinsam jedes Ziel zu erfüllen. Wenn ich dann mein Ziel erfüllt habe, kann ich sagen, so, ich bin zufrieden mit dem, was wir geschafft haben. Wunderbar, schaut mal hier, erstes Ziel erreicht. Und wir versuchen eben gemeinsam nach und nach diese Räume zu gestalten, sodass jeder sein Ziel erreicht. Aber wir wissen halt immer noch nicht, wer was braucht. Ja. Und umso länger das Spiel eben voranschreitet, umso schwieriger wird es vielleicht auch zu rauszufinden, so was braucht denn der Angelo? Der packt immer Sachen rein und nimmt sie wieder raus und keine Ahnung. Und dann gibt es so kleine Zusammenkünfte, sage ich mal. Und da wird dann ein bisschen was preisgegeben. Eine Eigentümerversammlung. Genau, super. Wie eine Eigentümerversammlung. Du also in Raum, im Schlafzimmer. Geht mir nicht auf den Sack und malt das scheiß Zimmer nicht immer grün an. Ja, ich möchte es in Rot. Wisst ihr doch. So zum Beispiel. Okay, ich bin gespannt. Hört sich wahnsinnig witzig an. Auch A Game of Passive Aggressive Cohabitation lässt mehr hoffen. Ja, also es ist auf jeden Fall, zu zweit spielt man so eine Art Kampagne. Da baut man dann wahrscheinlich gleich ein mehrstöckiges Haus. Und zu viert sind es dann eher so One-Shots. Also klingt wirklich außergewöhnlich. Bin ich sehr gespannt drauf. Genau. Ihr dürft abstimmen, ob ihr dazu was sehen möchtet. Sehr gespannt waren wir ja auch auf dieses Spiel. Wir haben es auch schon gespielt. Oh ja. Und zwar, Angelo ging mir ein wenig auf den Nervzahn und hat die Packung auch falsch rum zusammengepackt. Das war nicht ich. Okay. Heat, pedal to the metal. Oder, wie heißt es hier? Nicht pedal to the metal. Ah, ne, hat gar keinen Untertitel. Im Französischen hat es keinen Untertitel. Nein. Witzig. Doch, hier. Ja, ja. Heat au plancher. Und ihr seht schon, ja, wir haben es getan. Wir haben uns dieses Ding auf Französisch geholt. Weil im Deutschen ist es ja irgendwie nicht verfügbar oder mal so sporadisch, keine Ahnung. Wir hatten keinen Bock mehr zu warten. Deswegen haben wir uns dieses ganze Ding auf Französisch geholt. Und jetzt sagt ihr, was, wie, warum? Ja, das Grundspiel kann man auf einfach Französisch-Deutsch spielen. Denn da gibt es keine große Kartentexte. Nur wenn man jetzt die Kampagne spielen möchte, da kommen dann eben ein paar Kartentexte rein. Aber die meisten Sachen sind ja abgebildet und es gibt so kleine Karten, du hast ja schon probiert. Du kannst einfach mit dem Handy scannen und dann übersetzt dein Handy das kurz. Das geht halt irgendwie, der Erste, der Dritte kriegt dann nur 2 Punkte. Also es sind so 10 Karten, glaube ich. Wenn euch das jetzt nicht krass stört, könntet ihr es theoretisch auch auf Englisch oder Französisch holen. Außerdem gibt es dann so Auftragskarten und ich finde es dann die Gasserie. Ja, genau, also die Bremsen heißen jetzt halt nicht Brakes oder Bremsen, sondern sie heißen... Das sind Friends. Was auch immer, genau. Das sind Bremsen. Das ist aber nicht spielrelevant. Da seht ihr auf dem Foto, was es ist. Dann lernen wir gleich mal ein bisschen Französisch, also Multikulti. Also hier haben wir gespielt, haben wir auch gleich zu 6 gespielt, hat Spaß gemacht, ist eben
ein Autorennspiel, welches über Karten gesteuert wird, ähnlich wie Flamme Rouge, ist auch der gleiche Autor. Ich wollte jetzt Flamecraft sagen. Nein. Es ist Flamme Rouge. Und der Trick ist halt so ein bisschen, wir müssen, oder umso höher unser Gang ist, umso schneller sind wir, müssen aber dann auch immer eine gewisse Anzahl an Karten ausspielen. Und wenn wir dann zu viele Karten ausgespielt haben, beziehungsweise die Kartenzahl, die Nummer, die auf der Karte steht, zu hoch ist, dann rasen wir halt durch die Kurve durch und kriegen irgendwie negative Effekte bis hin zu Unfällen. War jetzt im 1 bis 6 One-Shot-Spiel, hat wirklich unterhalten, glaube ich, könnte so als Familienrennspiel, vor allem in großer Runde, echt total Beer and Bretzel Game-mäßig runtergespielt sein. Kampagne soll auch cool sein, dann kommt dann Wetter rein, irgendwelche Bedingungen. Genau, sehr da gespannt drauf. Noch so Streckenbedingungen, was ich jetzt echt, echt witzig finde, das muss ich euch zeigen. Ja. Ich muss es kurz umdrehen. Ja. Hier unten steht Made in Germany, das heißt, wir haben das reimportiert. Wir haben das quasi reimportiert, ja. Also es ging aus Deutschland nach Frankreich und wir haben es dann aus Frankreich wieder nach Deutschland geholt. Also das ist eine deutsch-französische Kooperation. Genau. So wie es sein sollte, Leute. Sehe gerade nur noch ein einziges Spiel hier, Melana. Was? Ich habe noch so viel. Dann machen wir mal einfach bei einem von deinem weiter. Ja, das hast halt du gekauft. Dann gebe ich dir das einfach mal kurz rum. Das habe ich gekauft, ja. Haben wir auch schon mehrfach jetzt gespielt, hatten es auch schon im Rückspiegel, ist Tracking Through History, also alle, die uns häufiger gucken, für die wird es jetzt nicht ganz so neu sein. Es ist der zweite Teil, vielleicht auch gar schon der dritte, es ist ein Nachfolgeteil von Tracking Through the World. Hier werden wir so eine Zeitreise machen und werden eben verschiedene Epochen, spannende Epochen in der Zeit bereisen. Wir möchten hier auch natürlich die Zeit in chronologischer Reihenfolge bereisen. Das heißt aber, wenn ich jetzt hier 1000 vor Christus gewesen bin, kann ich nicht auf einmal rückwärts reisen und ich muss immer kontinuierlich nach oben gehen und ja, erlebt da so nach und nach spannende Erlebnisse. Das Ganze ist ein bisschen Set-Collection, aber es ist wirklich cool gemacht und vor allem, wenn man es dann mit mehr als zwei spielt, dann hat man vorne in der Auslage auch so ein bisschen mehr Variationen drin, ein bisschen mehr Abwechslung. Genau. Und ansonsten fand ich es wirklich ein cooles Spiel. Ich versuchte halt auch immer von gewissen Rubriken der Zeitreise, so genau, Farben. Genau, so verschiedene Dots wollt ihr eigentlich auch sammeln. Da kriegt ihr dann kleine Boni, ihr kriegt Punkte. Also und als Familienspiel fand ich es wirklich unterhaltsam. Ging auch relativ flott. Wir haben das jetzt auch schon mal verliehen. Da kam es auch sehr gut an. Ist halt ein Familienspiel. Wenn ihr sowas nicht abgeneigt seid, dann mal angucken. Ich glaube, Ingame-Texte gab es keine großen. Ja, nee, nur so, also nur so der Fluff. Ja, genau. Der Fluff, also zu jeder Karte gibt es auf der Rückseite wirklich den Fluff, um was es da geht. Das ist dann eben Englisch. Könnt ihr dann also euch auch noch belesen und weiterbilden während dem Spiel? Ich habe hier doch noch Spiele, guck mal, Melli. Die habe ich übersehen. Die sind ungefähr so große Spiele wie gerade eben die Vampire Box, habe ich nicht gesehen. Deswegen packt man das nicht auf den Tisch. Aber es ist gut, weil ich habe auch noch drei, du hast noch drei, dann sind wir fein raus. So, ich gehe mal weiter runter im Regal und ich habe noch was Süßes, Kleines hier. Und das heißt Mirades. Mirades ist ein französischer Titel wieder. Dieses Mal haben wir aber Glück, denn er ist französisch-englisch direkt. Haben wir auch, wir waren irgendwann mal wieder vor in Jahren. Straßburg unterwegs. Und da hatten wir natürlich hier einen kleinen Besuch abgestattet. Und Mirades ist ein bisschen Puzzlespiel. Ich bin mir sicher, dass es nicht Mirades heißen wird, sondern wahrscheinlich Mirade oder so. Keine Ahnung. Mirade? Keine Ahnung. Ist einfach nicht unsere Sprache, das Französische. Ein bis fünf Spieler und wir haben hier so kleine Puzzleteilchen, die wir eben versuchen, geschickt zusammen zu puzzeln, um irgendwelche Sachen zu erreichen. Es geht 20 Minuten, ist ein total easy peasy Spiel. Ihr müsst euch das so vorstellen. Melli läuft durch den Laden Philibert und kommt dann zurück. Angelo, guck, was ich gefunden habe. Nee, ich hab hier es lief anders. Normalerweise läuft es so. Wir können Tobi fragen, wie es lief. Und dann hat sie halt so ein tolles Cover in der Hand und dann denke ich mir, hey, was ist das? Und dann zeigt sie mir hinten, also, oh, Puzzle mit Dreiecken, die man drehen kann. Und dann sage ich, oh, das sieht wirklich gut aus. Melli war einfach vom Cover schon sehr gespannt. Ein bis fünf Spieler, kein bestimmter Autor. Aber ich bin echt, doch? Ja. Benoit Turpin. Okay, aber ja, hier ist kein Bruno Catala, meinte ich, ja. Benoit macht sehr viele tolle französische Spiele. Okay. Zum Beispiel, ich glaube, er hat hier Welcome To mitgemacht. Das kann sein, in der Tat. Hm. Okay. Ja, das ist, wenn man sich nicht so auskennt. Außerdem lief das ganz anders Philibert, ja? In Philibert war das so, wir waren mit Tobi Kati dort. Philibert, ich lauf rein, direkt gezielt, ein Hit, zack, ein Des. Tobi guckt mich an so, du weißt Bescheid? Sag ich, ja natürlich, ich weiß, was ich will. Und dann habe ich Vortex noch mitgenommen. Mal gucken, wie und das wird. Und das da? Ja, das hatte ich aber tatsächlich auf meiner Einkaufsliste. Das wolltest du vorher schon haben? Ja. Okay.
Klar. Myrates. Ja. Keine Ahnung. Ein Spiel, welches ich auch sehr, sehr spannend finde, ist Books of Time, welches auch auf Deutsch in der Spieleschmiede erschienen ist. Weil das Spielmaterial sehr, sehr außergewöhnlich ist. Da hatte irgendjemand einen Restposten an Buchklammern noch wahrscheinlich auf Lager gehabt und dachte, hey, da muss ich jetzt irgendwas drumherum konstruieren. Das war aber ein großer Restteil. Keine Ahnung. Nein, es ist mega spannend, weil, guck mal, ob ihr das sehen könnt, das spiegelt. Ihr habt hier einfach verschiedene Bücher und ihr klemmt die so zusammen mit diesen typischen Ordnerverbindern, wo ihr dann die Papiere reinmacht. Und so werdet ihr euch nach und nach diese Bücher erstellen nach euren Vorstellungen. Ihr blättert dann auch um, dann habt ihr andere Effekte, blättert wieder um, habt ihr andere Effekte. Ihr könnt dann die verschiedenen Bücher aktivieren, ihr baut die immer aus. Also von der Idee her wirklich irre, ja, ganz mal was ganz anderes. Spielt sich eigentlich auch ganz cool, haben wir schon mal ausprobiert. Was ein bisschen seltsam ist, ich weiß halt, bevor ich umblätter, weiß ich nicht genau, was auf der Rückseite ist. Das ist immer so ein bisschen so ein Überraschungstrick. Aber sonst sehr witzig und es wurde, glaube ich, knapp auf in der Spieleoffensive finanziert. Also alle, die es jetzt auf Deutsch haben, die können schon mal drauf gespannt sein. Das war nämlich wirklich kein schlechtes Spiel. Man muss ja auch so sagen, wenn man ein Buch liest, da weiß man ja auch nicht, was passiert. Das stimmt. Aber hier, ja, aber wenn du ein Buch schreibst und weißt nicht, was im Buch steht, dass du schreibst, dann komisch. Das ist schon... Aber wenn man es schreibt, klemmt man es ja hin. Das heißt, ich weiß ja, was ich gerade geschrieben habe. Versteht keiner, aber ja. Naja, ist halt so. Okay, machen wir weiter. Gut. Aber ich fand es richtig cool. Vor allem hat man dann noch so ein bisschen Ziele, die man erreichen möchte, aber die muss man sich auch freischalten. Erreicht man dann diese Ziele aber nicht, kriegt man gar keine Punkte. Deswegen muss man dann immer schauen, okay, schalte ich das überhaupt frei? Kann ich es noch erreichen, um überhaupt Punkte zu machen? Also es ist immer so ein kleines Abwägen. Ja, ein kleines Abwägen ist auch der nächste Kauf. Eyes, Flows and Foes. Ich sage jetzt nicht, wie es ablief. Wie denn? Melli hat es vorbestellt irgendwo. Ja. Oder? Ja, ich habe es direkt gekauft, ja. Aber du weißt schon, was es geht? So in etwa. Okay, fangen wir an. Es geht darum, dass ich meine Mitspieler von der Eisscholle schubs. Sehr witzig. Erinnere mich an dieses eine Spiel, was wir hier haben mit den... Caputo Sumo. Nein, das andere noch, wo man hier so nach und nach die Plättchen wegmacht und das Eis einbricht und immer dünner wird. Oh ja. War ein Kickstarter, super selten. Okay, machen wir weiter. Und Eis, Flows and Flows ist eben auch ein Spiel, 2 bis 6 Spieler, da wird es ganz schön ordentlich zur Sache gehen. Wir haben nämlich hier so kleine Fischerboote und ich weiß gar nicht, ob die Fischerboote das waren, wo wir hier in diese Eisschollen mit reinschieben und wir versuchen eben unsere Mitspieler von diesem Gebiet runterzudrängen und derjenige, wo es als letzter noch schafft, da drauf zu sein, der hat dann gewonnen. Also es ist eher ein schnelles, einfaches... Ja. Ein lustiges Stänkerspiel. Ja. Ich bin auch gespannt. Also weil ich fand es schon so witzig bei Caputo Sumo, wenn man da was reingeschoben hat, es hat sich nie so verhalten, wie man das wollte. Man hat sich gedacht, ich schiebe das rein und flupp. Und dann war das so, oh, ja, das wollte ich eigentlich ganz anders. Aber hier ist es offensichtlicher, wie was passieren wird. Nö. Okay. Das sind ja auch so Eisschollen, guck mal. Und hier sind die Mitspieler. Also man muss auch schieben. Standys. Ja, man muss da auch was reinschieben und dann macht's plupp, plupp. Okay. Sind wir mal gespannt. Anschlu wieder so voll. Oh Gott. Nein. Ein Blödsinn. Caputo Sumo war schon sehr lustig. Neu eingezogen ist Meepeland. Ist schon ein bisschen älter. Haben wir jetzt sehr, sehr günstig von Freunden abgekauft. Die hatten das, glaube ich, auch in der Spieloffensive Wundertüte drin. Ja. In Meepeland, können wir auch ganz kurz beschreiben, geht es darum, dass wir unseren eigenen Themenpark bauen. Am Ende ist es ein großes Set-Collection-Spiel. Wir möchten verschiedene Attraktionen in unserem Park haben. Die Parks müssen dann mit diesen Strecken natürlich auch verbunden sein, weil die Leute möchten da irgendwo entlanglaufen. Hier vorne sieht man es auch nochmal ganz gut. Damit verbinde ich die Sachen. Am Ende jeder Runde kommt ein Bus mit Touristen angefahren. Die sind farblich. Die werde ich farblich auf die Attraktion stellen, auf die sie Bock haben. Wenn keine Attraktion mehr frei ist, auf die sie Bock haben, dann müssen sie draußen stehen bleiben und geben am Ende Minuspunkte. Also ein sehr schnelles, schönes, runtergespieltes Familienpuzzle-Ding mit wirklich coolem Thema. Für einen Zehner kannst du da absolut nichts falsch machen. Also wenn ihr es mal irgendwo günstig schießen könnt und auf so Themen steht, angucken. Meepeland ist, glaube ich, über Asmodee gekommen. Ganz cool. So, ich muss mal wieder abtauchen. Oh. Ja, ich muss ein wenig weiter abtauchen, was dann auch noch eingezogen ist. Oh, das sieht richtig geil aus. Witzigerweise waren wir jetzt passend auch mal wieder Minigolf spielen.
Wenn nicht, sollten wir das jetzt dann direkt auf den Tisch bringen. Nächste Woche, los geht's. Minigolf-Designer. Wir werden unsere eigene Minigolf-Anlage designen. Voll geil. Leute, voll geil. Wer hat da keinen Bock drauf? Also, ich find's geil. Ich hatte es ja in Kalkar gesehen. Da hieß es, oh, das kriegt man wirklich nur ganz schwer. Das war ja mal ein Kickstarter irgendwie. Hat man nicht mehr bekommen. Und die liebe Carmen hat mir dann geschrieben, weil die Ulrike wiederum gesehen hat, dass dieses Spiel wieder verfügbar ist. Hey, jetzt kann man es wieder bestellen, so und so. Und ich so, okay, gekauft, zack, fertig. Das Ding ist hier und wir haben es bis jetzt noch nicht gespielt. 20 Minuten pro Spieler. 20 Minuten pro Spieler, aber ihr wisst ja, Minigolf Designer ist auch wieder so ein bisschen Puzzlespiel. Das heißt, wir haben hier eine Auslage, wir werden uns nach und nach Puzzleteile holen und natürlich unsere coolste, geilste, beste Minigolfanlage designen und alle anderen abziehen. Absolut. So, ja. Jetzt wisst ihr Bescheid. Minigolf-Designer gibt es nicht auf Deutsch, leider. Ist, glaube ich, auch relativ schwer zu kriegen. Sieht aber cool aus und wäre auch von mir, wobei ich sagen muss, es wäre kein Coverkauf. Das Cover finde ich relativ oldschool. Ja, sieht so ein bisschen aus, wie wenn das jemand gemacht hat, der mit Grafik nicht so viel am Hut hat. Aber darum geht es ja nicht, muss er spielerisch cool sein. Es geht ja um die Mecha. Genau, bin ich gespannt. Minigolf-Designer, geiles Teil. Ja, auf jeden Fall. Man muss auch nicht Minigolfen dafür. Also muss man nicht. Man muss nicht gut drin sein. Ich will nicht gerade. Ich habe ja gesagt, es geht auch um Spiele, die out of print sind in dieser Folge. Ich habe nämlich nach langem Hin und Her und nachdem David und Stevie auch über Ostern ja bei uns waren und sie einfach immer wieder von Conan gesprochen haben. Oh, Conan, jeder braucht Conan. Warum hast du keinen Conan? Conan ist so toll, Conan ist so schön. Bin ich bei uns in den Laden, in den Würfelzwerg gegangen. Da stand nämlich noch ein Conan rum. Es ist so ein bisschen hier, so ein bisschen schon aufgerissen. Ist ja nicht schlimm. Werde ich mir ja sowieso demnächst aufmachen und vielleicht in der Jungsrunde spielen. Conan ist ein 1 versus alle, wenn man das so sagt. Also einer spielt halt Conan? Ich weiß gar nicht, wer der eine ist. Also ich glaube, ich weiß ich gar nicht. Hätte ich mal die Jungs fragen sollen. Egal. Einer spielt irgendwie gegen die anderen. Es gibt verschiedene Szenarien. Wir haben natürlich wieder einen Haufen Miniaturen hier mit drin. Ist großartig. War ein Kickstarter, da gibt es noch wahrscheinlich 1,8 Trillionen Erweiterungen für 1,8 Trillionen Euro auf Kleinanzeigen zu kaufen. Bin ich total drauf gespannt, weil ich mag eigentlich ja so Spiele und vielleicht haut es in der Jungsrunde auch hin, mittwochs immer, dass wir das auf den Tisch kriegen. Sehr cool. Schreibt mir bitte nicht, welche Erweiterung empfehlenswert wäre. Ich möchte meinen Geldbeutel nicht zu sehr belasten. Habe ich aber richtig Lust drauf. Ja, es hat schon gereicht, bis er jetzt endlich dieses Spiel hatte. Genau, eins hätte ich da unten noch. Ich weiß gar nicht, ob es schon mal in der gesleeved war. Ich glaube aber nicht. Ich werde es noch einfach reinhalten, oder? Okay. Okay, es ist sauschwer, wenn ich auch ins Abtauchen. Ich glaube nicht. Ich muss aber kurz mich sogar drehen, weil sonst fällt es mir aus der Hand. Ist das auch so schwer? Nee, nicht so schwer wie Vampires, aber es ist... Aha. So rum muss man es halten. Es ist Lobotomy 2. Manhunt heißt das Ganze. Das erste Lobotomy war ja irgendwie so ein bisschen so ein... Kickstarter-Geheimtipp noch zu Zeiten, als sowas noch Geheimtipps bei Kickstarter gab. Das kam raus, war dann irgendwie relativ schnell vergriffen, ist dann auch zu astronomischen Preisen auf dem Sekundärmarkt abgeschoben worden. Da sind wir in so einer Irrenanstalt gewesen. Hier sind wir jetzt nicht, glaube ich, so direkt in der Irrenanstalt. Das ist einfach der zweite Teil. Manhunt, ich vermute, es wird irgendwie so eine Art... Mental Asylum Set in a Survival Horror Theme. Also, sehr cool. Wir haben immer noch geile Minis, wir haben immer noch ein Horror-Thema, das Ganze ist ein bisschen auch Szenarien gesteuert. Wir als die, weiß gar nicht, sind wir die Überlebenden? Ja, wir sind irgendwie Überlebende und wollen gemeinsam. So cool, ich freue mich drauf. Ich hoffe immer noch, dass Ina sich die Regeln einverleibt und wir das dann mal gemeinsam mit Dave und Ina spielen und hier einfach gemeinsam den Horror, uns dem Horror der stellen. Der fully cooperative Dungeon Crawler. Ich freue mich drauf. Super, also Ina, jetzt weißt du Bescheid. Wunderbar, wir bringen auch diese Riesenkiste lese mit. Lese ich mir Conan durch und dann dürfen wir das auch zusammen spielen. Ist zwar nicht die Jungsrunde, aber habe ich voll Bock drauf. Okay, so. Also ich habe ja eher auf solche Dinge Bock hier, Leute. Sowas. Also mal die drei Melli-Titel. Meine drei, die ich jetzt hier hochhalten müsste, die sind zu schwer. Ja, das würde auch den Rahmen sprengen. Also ihr seht schon, wir gehen immer ziemlich auseinander, haben aber trotz allem viel Spaß mit den ganzen Spielen, die wir hier immer neu am Einzug haben. Und muss ja auch so sein. Ja, ich lese ja fast alles. So ist es. Also, dann Ina, Mel hat gesagt, sie liest das. Nein, das wird fast, also fast alles. Ja. Schiergar, okay. Auf Schwäbisch. Schiergar ist so
Muggesegele, der Regel. Muggesegele, davon entfernt, dass ich es lese. Also schreibt gerne rein, zu welchem Spiel ihr ein bisschen mehr sehen möchtet, was vielleicht für euch total interessant ist. Wie gesagt, das eine oder andere, das wird es dann wahrscheinlich nicht werden können. Allein vom Umfang werden wir es die nächsten Tage nicht so geschwind unterbringen können. Aber ansonsten gerne mal reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch schon irgendwas gespielt. Vielleicht habt ihr auch das thematisch sehr spannende Dekorum und malt Räume grün, während die anderen sie rot machen möchtet. Keine Ahnung, oder ihr habt Legends of Void gespielt und sagt, nein, das ist überhaupt nicht wie Terraforming Mars, spielt es trotzdem. Keine Ahnung, schreibt's rein, wird uns interessieren. Wir sagen vielen Dank fürs Reingucken mit Melanie und Angelo und bis zum nächsten Mal. Ciao!